Hallo, in diesem Video möchte ich den Cache-Aufbau erklären und einige Fachwörter dazu nennen. Das Ganze möchte ich am Beispiel eines Szenarios des Datenschreibens erklären. Und wir sehen hier auf der rechten Seite unseren Cache, der ist ein bisschen leer, da kommt jetzt gleich noch was rein. Und auf der linken Seite haben wir unser Hallo. Gut, um jetzt was in den Cache zu schreiben, brauchen wir irgendwo in dem Cache ja so eine Art Speicherposition, Speicherzelle oder sowas. Und ich würde sagen, die malen wir einfach mal hier so. Das ist unsere Speicherzelle, wo unser Hallo reingehen kann. Wir machen die mal so. So, und in diese Speicherzelle schieben wir jetzt unser Hallo rein. So, Video ist fertig. Nein, natürlich wäre das alles viel zu einfach. Also wie wir wissen, besteht ja Hallo aus fünf verschiedenen Buchstaben. Und das bedeutet fünf verschiedene Bytes. Deswegen kann das schon mal von vornherein gar nicht so in unserem Cache stehen, sondern muss von vornherein schon mal so in unserem Cache stehen. Das heißt, jedes Zeichen einzeln abgetrennt. Wir gehen einfach mal davon aus, dass wir jetzt einen byte-adressierbaren Cache haben. So, Problem Nummer zwei ist hier, Das sind ja irgendwie jetzt nur sechs Zeichen. Wir können nicht nur sechs Zeichen in unseren Cache schreiben. Das geht ja nicht. Das ist ja keine Zweierpotenz. Im Computer macht man alles mit Zweierpotenzen. Also müssen wir hier auf die rechte Seite noch zwei weitere Kästchen malen, damit das eben acht Stück sind. So, jetzt haben wir hier so einen Block in unserem Cache. Und übrigens, diesen Block hier nennt man Cache-Block. Ich schreibe das mal so dazu. Das ist die Größe, die, wenn wir hier unseren RAM hätten, das ist die Größe, die mit unserem RAM mit einem Mal ausgetauscht werden kann. Das heißt, wenn wir einmal vom Cache in den RAM schreiben oder vom RAM in den Cache schreiben, dann wird genau die Größe von diesen, in unserem Fall werden genau 8 Bytes übertragen. Deswegen gibt es natürlich dafür auch noch einen tollen Begriff und das heißt nämlich Block Size. So. Oder man nennt es auch Line Size. Aber gut, das Z ist jetzt ein bisschen groß geworden. Weil es ist ja so irgendwie so eine Linie, sag ich mal. Gut, jetzt haben wir natürlich aber nicht nur diesen einen Cache-Block. Unser Cache ist ja relativ groß. Das heißt, wir haben ganz viele Cache-Blöcke. Ich habe jetzt mal nur 5 hingemalt. Gut, in unserem Cache-Block hier steht jetzt Hallo drin. Hier steht irgendwie ja gar nichts drin. Hier steht auch irgendwie ja nichts drin. Gut, aber hier haben wir gerade Hallo angeschrieben. Keine Ahnung. Na gut, also die hier werden wahrscheinlich noch leer sein. Der oberste und die drei unteren werden wahrscheinlich noch leer sein, weil wir ja gerade den Computer hochgefahren haben oder sowas. Aber das müssen wir irgendwie kennzeichnen. Weil wenn wir jetzt hiervon was haben wollen, müssen wir irgendwie wissen, ob da irgendwas drin ist, was gültig ist. Und dafür gibt es das sogenannte Gültigkeitsbit oder auch auf Englisch Valid Bit. Und das hängt einfach noch hinten dran. So, dann gibt es also dieses Valid Bit. Das heißt, in unserem Fall bei Hallo würde in unserem Valid Bit eine 1 drin stehen. Ist ja gültig. Und hier bei dem restlichen steht überall eine 0 drin, weil da ist ja noch überhaupt nichts Gültiges drin. Gut, jetzt könnte es... hier noch ein weiteres Bit geben, zum Beispiel das sogenannte Dirty Bit. Das bedeutet, wenn dieser Cache-Block geändert wurde, im Vergleich zum RAM zum Beispiel, dann könnte das jetzt auf 1 stehen. Aber wir fassen das jetzt einfach alles mal zusammen unter dem Begriff Status-Bits. Deswegen mache ich hier mal so das so. In jedem Fall ist aber im Cache eigentlich ein Valid-Bit drin, ein Dirty-Bit und sowas. Das kommt immer darauf an, wie der Cache dann implementiert wurde. Gut, und um jetzt hier zu sagen, dass wir unser Hallo haben wollen und nicht den hier, sondern sagen wir wollen wirklich den hier haben, dann mache ich den unteren Pfeil mal weg. Um das genau zu sagen, brauchen wir natürlich noch so eine Art ID, Identifikationsnummer. Und das ist im Grunde so eine Art wie Verpackung im Supermarkt. Ein Schild, wo einfach draufsteht, was das ist. Das ist zum Beispiel wie wenn ich die Tafel Schokolade nehme, dann weiß ich ja auch nicht, was drin ist. Sondern ich muss erst auf den Aufdruck gucken, was drin ist. Und dann vertraue ich einfach, dass die richtigen Sachen drin sind. Und hier ist genauso. Hier steht zum Beispiel jetzt AB drauf, weil das an der Adresse AB steht. Und wenn wir irgendwie das hier haben wollen, sagen wir, wir wollen AB also haben. Gut, dann holen uns das hier und nicht das hier, wo vielleicht CD drauf steht. Ich male das auch mal so drumherum. Zup, zup, zup. So, und diese Schildchen, die nennt man im Allgemeinen Cache-Tag. Die kann man als Cache-Tag zusammenfassen. Deswegen schreibe ich das auch mal so vorne hin. Gut, jetzt sind wir ja schon ganz schön weit gekommen. So, jetzt haben wir einen Cache-Tag, wir haben einen Cache-Block und wir haben einen Status. Und um jetzt nicht immer von Cache-Tag, Status und Block zu reden, gibt es jetzt eine logische Gruppierung des Ganzen. Das fasst man sozusagen alles zusammen. Und das Teil nennt man dann Block-Frame. Und tatsächlich ist es nachher so, dass so ein Tag ein Block-Frame kennzeichnet. Also hier sind, ja, ganz genau. Das kann man sich dadurch merken, wir haben ja hier Block und hier haben wir Block. Und Frame heißt auf Deutsch Rahmen. Und das ist im Grunde nur der Rahmen für den Cache-Block und alles, was dafür wichtig ist. Nämlich das Schild sozusagen, das Tag und der Status. Ich habe auch das natürlich mal ein bisschen schöner hier gezeichnet.
So, wäre natürlich schön, wenn wir jetzt schon am Ende wären, ist aber nicht so. Also es geht noch weiter. Man kann jetzt sagen, dass dieser Blockframe, in der Realität ist es so, den adressiert man nicht. Man adressiert keinen Blockframe, weil es ist nur eine logische Konstruktion sozusagen. Also nur damit es einfacher ist, von diesen drei Dingern zu sprechen. Was man dann später adressiert, das ist dann nochmal ein Rahmen drumherum. Das ist ein Set. Ich schreibe mir mal Set rein. So. Und die können alle in einem Set drin sein. So. 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 Das heißt, das hier wäre zum Beispiel das Set 0, das Set 1, das Set 2, das Set 3 und das Set 4. Tatsächlich ist es nachher so, dass man sagt, zum Beispiel, ich will das Set 2 haben. Das heißt, irgendjemand geht dann hier hin und holt uns diesen Teil raus. Und um jetzt eindeutig zu sagen, ob das hier wirklich die Daten sind, die wir haben wollen, gibt es immer noch dieses Tag. Das heißt, später besteht unsere Adressierung daraus, dass wir sagen, wir wollen das Set 2 haben mit diesem Tag. Und wenn man dann noch ein bisschen tiefer reingeht, dann kann man sogar sagen, und wir wollen natürlich auch noch ab hier erst die Daten haben, zum Beispiel diesen Teil nur. Das wäre dann das Offset. Das heißt, die Adressierung ist einfach in drei verschiedene Teile geteilt. Gut, dann schreiben wir das aber auch erstmal wieder schön hin. So, jetzt haben wir hier für jedes ein Set. Tatsächlich kann man das Einwege-assoziativ nennen oder One-Way-Associative. Dieses 1 Einwege bedeutet, dass wir ein Blockframe in einem Set haben. Blockframe, wie gesagt, Tag, Cache-Block und Status. Aber man sagt nicht One-Way-Set-Associative, weil das wäre irgendwie viel zu blöd. Deswegen nennt man das Direct-Mapped. Ich erkläre das alles in einem anderen Video nochmal. Gut, also Einwege-assoziativ nennt man also Direct-Mapped. Und es gibt natürlich, wie ich das gerade angedeutet habe, auch noch mehrere Möglichkeiten. Das heißt, wir haben jetzt ein sogenanntes Two-Way-Set-Associative. Das bedeutet einfach, dass hier zwei Blockframes drin sind. Wir können uns natürlich jetzt überlegen, was wäre jetzt Three-Way-Set-Associative. Das ist natürlich einfach, wenn da noch ein Blockframe drin ist. Das ist also ganz einfach. Und dann gibt es noch eine Spezialform, ist sozusagen, in diesem Fall wäre das dann Four-Way-Set-Associative. Das heißt, diese ganzen alle vier Blocks, ich habe übrigens, ja, ich habe einen weggenommen, diese ganzen vier Blocks sind alle in einem Set drin. Und dafür gibt es aber auch nochmal einen speziellen Namen, das nennt sich dann Fully Associative. Kann man sich dadurch merken, weil voll. Alle Blocks, die im Cache sind, sind alle nur in einem Set. Was das alles im Einzelnen dann nochmal zu bedeuten hat, das ist nochmal in einem anderen Video erklärt. Gut, und das war ja schon mal eine ganze Menge und damit sind wir auch zu Ende. Vielen Dank fürs Hören.